Willkommen zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal haben wir Boldo, Goldo oder wie er hieß. Moment, wie hieß der jetzt nochmal? Amstergeist. Boldo Goma besiegt. Das war der Wächter hier vom Tempel. Jetzt werden wir mit dem Weisen sprechen. Und dann wird auch der Liebe hier vor uns seine Spezialfähigkeit bekommen. Und dann werde ich switchen können. Nach dem Intro. Herzcontainer erhöht die Maximalanzahl. So, und jetzt wird es wahrscheinlich eine Menge Videosequenz geben. Oder zumindest eine kurze. Ich gehe schon mal aus dem Bild und viel Spaß damit. Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später... Da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können.
Die Macht der Goronen. Die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Yunobu, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite in den vielen Schlachten, die darüber haben. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren, aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Thank you.
Splitter nochmal, kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir nur dabei gedacht, du kleiner Knirps? Das darf doch echt nicht wahr sein. Und mein Rücken, oh, ich könnte mein Rheuma, oh, wenn ich nur stärker und jünger wäre. Aber bitte nicht böse sein, Junobus hat nichts getan. Ist gut, Tokachin, er hat ja recht. Ich habe allen einen Riesenärger beschert, weil ich gar nicht wusste, dass ich unter diesem Bann stand. Wenn ich irgendwann mal drüber nachgedacht hätte, was ich ja eigentlich sonst auch tue, weil ich sehr schlau bin, müsst ihr wissen, ja, dann wäre das alles vermutlich anders gelaufen. Aber du wolltest Goronia doch nur wieder so machen, wie es früher war. Und das hast du ja auch. Am Ende hast du alles wieder so gemacht, wie es vorher war. Du bist der Held von ganz Goronia, Junobo, weil du die Junobau gegründet hast. Und jetzt erst recht, weil du der Weise bist. Ja, ich... Ach, danke, ihr beiden. Das ist so nett von euch. Und auch dir vielen Dank, Link. Deine Hörner leuchten ja gar nicht. Was ist denn jetzt los? Du hast doch sonst Feuerhörner gehabt. Naja, nun dank dir ist die Schlemmsteinkrise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Alles geht seinen normalen Gang. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann wäre gar nicht auszudenken gewesen, in was für ein Elend ich mein Volk gestürzt hätte. Ach, ich will überhaupt nicht daran denken, wie viel Schande ich über alle Goronen gebracht habe. Nein, ich bin so unwürdig. So, Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Stellt euch vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, was das war. Zelda war überhaupt nicht dort. Mann, die Sache war so seltsam, wo ich so darüber nachdenke. Dann sah es so aus, ja, so aus. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also es sah so aus, als ob... Ja, es sah aus, als hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Als ob sie uns dorthin gelockt hätte. Und als alles überstanden war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Sie war spurlos verschwunden. Junobos, dürfte ich auch mal was sagen? Ob das eine andere Prinzessin Zelda war? Also, so wie die böse Zwillingsschwester, die böse Hexe, eine Erscheinung, irgendwas, um dich zu verwirren, du weißt schon, na? Was soll das denn heißen, dass sich Prinzessin Zelda nicht von einer billigen Kopie unterscheiden kann? Unterstellst du mir das jetzt wirklich? Ja. Also, das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr gefolgt seid, in Wirklichkeit das Steinmonster war, um euch zu ihm zu locken. Weißt du, irgendwas stimmt doch da nicht. Bitte was? Wie bitte? Wobei, ja, wo ich so zurückdenke, also die Person, die mein Ahne als die Weise der Zeit bezeichnet hat, das war ja Zelda. Die sah auch aus wie Prinzessin Zelda, ob sie am Ende vielleicht die richtige Zelda war? Ach Menno, ist das alles kompliziert. Doppelgänger, Kopien, Steinmonster, die in Wirklichkeit gar keine Prinzessinnen sind. Steine, die alle verrückt machen. Mir platzt gleich der Schädel. Aber mein Vorfahr lebte vor langer, langer, langer Zeit. Es kann also gar nicht sein, dass Zelda... Ja, da müsste die Prinzessin Zelda, der wir gefolgt sind, doch die echte gewesen sein. Oder nicht? Hä? Oder lebt Zelda jetzt in der Vergangenheit? Oder was? Mein Ahne, die längst vergangene Zeit, in der er lebte, Prinzessin Zelda, 1000 Jahre in der Vergangenheit, Prinzessin Zelda, war es dann nun die echte oder eine Fälschung oder eine Kopie? Oder hat man uns nur getäuscht und es war gar nicht Zelda und in Wirklichkeit der Dämonenkönig? Um es kurz zu sagen, ach, ich geb's auf, ich habe keinen Schimmer, Hauptsache wir sind diesen Schlamassel los. Bin ja so unfähig. Doppelgängerin oder nicht, nur Prinzessin Zelda kann uns nun erklären, was hier los ist. Wir müssen sie finden, es geht kein Weg dran vorbei. Mit der Junobo werde ich dafür sorgen, dass um die ganze Stadt herum Ausschau nach Spuren der Prinzessin gehalten wird. Wir werden keinen Tag ruhen, bevor wir sie nicht gefunden haben. Und du und ich, wir sind jetzt ein Team, Link. Ob wir nun zusammen sind oder uns viele Meilen trennen, ich bin immer bei dir. Ist das nicht geil? Ich habe die Sache im Griff, Partner. Versprochen, du brauchst diesen komischen Vogel gar nicht mehr an deiner Seite.
Schwur von Yunobo, Weiser des Feuers. Zeichen des Paktes mit Yunobo, dem Weiser des Feuers. Rufe damit den Geist von Yunobo herbei und entlasse ihn. Du kannst deinem Freund gerne helfen, aber wehe, du schürfst noch mal solche fiesen Felsen. Da mache ich dich fertig, auch wenn ich hier der Altersboss bin. Hörst du, dann egal, was mein Rücken sagt, ich mach dich kurz und klein, du kleiner Mieser. Oh. Ist das klar? Kleiner Yunobo-Boss, du bist klein, ich bin groß. Ist das klar? Du musst dir erstmal wieder Respekt verdienen. Hehehe. Ja, Boss, alles klar. Hehe. Ich hab's verstanden. Ich putze deine Schuhe und massiere deinen Rücken. Oh, Yunobo aus Corona. Coronia, geschafft. Sehr schön. Okay, die sind zu teuer. Ach ja, mir ist etwas eingefallen, dass die merkwürdige Zelda, die mich unter ihrer Kontrolle hatte, gesagt hat. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber es ist halt eben so. Das war, als wir Schlemmsteine an der Nordseite des Todesberges abgebaut haben. An der Nordseite, Link. Der hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Echsalseen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Ich soll mich einfach von Echsalseen fernhalten. Die Echsalseen? Dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt aber ein bisschen, Yunobo. Man nennt die Seen auch die Exhal-Brüder. Gibt kein Kinderreim drüber. Großer Bruder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht drauf Hatz. Die Exhal-Brüder in Evgen schreit über den Besitz des Schatz entzweit. Ich habe überall danach gesucht, als sie noch ein junger Kiesel war, so wie du. Dachte, da gäbe es wirklich einen Schatz zu holen. Ich habe alles abgesucht, jeden Stein umgedreht. Und wie ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Boom, Peng, Riesenexplosion. Und bevor ich überhaupt den Knall richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Alles am Absaufen. Junge, Junge, das hatte ich ja völlig verdrängt, was da in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Ist lange her, aber lass uns auf die Suche gehen. Ich vergebe dir, wenn du diesen Schatz für unser Dorf findest. Meinst du, du schaffst das, Yunobo? Vielleicht bist du ja dann doch wieder ein großer Boss. Es muss irgendwo auf halber Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Die Yunobo ist auch da tätig. Wir müssen also nur in die Lore hüpfen und ab geht es. Oh, mein Rücken. Oh, oh, oh. Ich bin doch keine 20 mehr. Oh, mein Rücken zwickt wieder. Au, 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 au. Okay, ein Schatz. Ja, erinnerst du dich an Zelda? Ja, okay, das hatten wir ja gerade. Alles klar. Okay, wen haben wir hier? Neue Materialien. Savak. Oh, entschuldige, süßer Kleiner. Savak, sagt man, wo ich herkomme, in deiner Sprache bedeutet es Hallo. Bei der heutigen Jugend ist es angeblich modern, nur noch kurz Sava zu sagen. Ich heiße Ramella und bin Juwelierin aus Gerudo-Stadt im Südwesten von Hyrule und wir sind immer auf der Suche nach feschen Männern. Die Edelsteine der Yunobo sind von höchster Qualität, deswegen komme ich immer her, um welche zu kaufen und vielleicht einen starken, schmucken Mann abzustauben. Aber im Moment habe ich Schwierigkeiten, die zu finden, die ich brauche. Ich brauche nämlich ganz spezielle Steine, musst du wissen. Du hast nicht zufällig etwas Bernstein? Ja, ich glaube, ich habe sogar Bernstein aktuell dabei. 10 Stück Bernstein für 200 Rubine. Okay, ich habe verkauft. Ich hatte 10 Bernsteine. Sagt man, wo ich herkomme, in deiner Sprache bedeutet es Danke, Schätzelchen. Ich kann dir auch noch anders zu Diensten sein. Vielleicht werden wir mal ein ganz spezielles Erlebnis in der Wüste zusammen haben. Bei der heutigen Jugend ist es angeblich modern, nur noch kurz Sarg zu sagen. Und das heißt jetzt nicht Sarg im Sinne von, wir bringen dich unter die Erde, sondern Sack oder Sacke. Verstehst du? Das hat mir sehr geholfen. Von dir kaufe ich gerne jederzeit wieder Edelsteine. Danke, mein Herzchen, du hast mich gerettet. Aber das nächste Mal interessiere ich mich vielleicht für andere Edelsteine.
Mal schauen, sieh zu. Und vielleicht sehe ich dich ja mal wieder, mein Diamant. Wenn du mehr wissen möchtest, komm einfach bei mir vorbei. Okay, hier kann man Saphire kaufen, will ich gar nicht. Daher wird es doch etwas teurer. Okay, ich möchte verkaufen. Was kann ich denn hier verkaufen? Komm, ein Saphir. Verkauft. Ja, machen wir auch. Den Opal verkaufe ich dir natürlich auch. Oh, der kostet 1000, wenn man ihn kauft. Aber natürlich verkaufe ich dir auch den Diamanten. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen flüssig. Okay, das ist das Gasthaus, da wollte ich natürlich nicht hin. Wie ich mein Buch, das Buch... Geropolis, da war ich schon, Madame. Okay, das hat die mir alles schon mal erzählt. So, anscheinend ist der Schmied ja auch wieder im Betrieb hier. Hm? Meister Brohan, bitte lass mich noch einmal versuchen, einen Bergspalter anzufertigen. Bitte, bitte. Du wagst es mir so zu kommen, obwohl du einfach so die Arbeit geschwänzt hast, wegen irgendwelcher Schlemmsteinchen. Du brauchst dich hier nicht wieder blicken lassen. Ich kann nicht sagen, dass mein Verhalten entschuldigen würde, Meister, aber ich möchte doch einen Bergspalter anfertigen, wie es geplant war. Sieh dir meine Arbeit an und entscheide dann. Bitte, bitte. Wenn sie dir nicht gefällt, akzeptiere ich, dass du mich rauswirfst. Na gut, diesen Enthusiasmus kann ich schon etwas abgewinnen. Aber brauchst du nicht noch Materialien? Und zwar einen Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten? Wo sollten wir die herbekommen, jetzt wo du unsere Materialien und Rücklagen für Schlemmsteine verschleudert hast, du Fressmaschine? Uff, ich werde mir irgendetwas einfallen lassen. Okay. Und ich habe gerade eben den Diamanten verkauft. Okay, der Bergspalter, alles klar. Der ganz lange Weg. Ah, bist auch als Tourist nach Goronia gereist. Dann bist du genau zur richtigen Zeit gekommen. Bis vor kurzem nämlich haben sich die Goronen noch ziemlich merkwürdig benommen, musst du wissen. Es war so gut wie unmöglich, auch nur mit einem von ihnen ein normales Gespräch zu führen. Aber in dem Moment, in dem diese seltsam roten Felsbrocken verschwanden, kamen sie plötzlich alle wieder zu Sinn. So wie als ob ein Drogenrausch endet. Jetzt kann ich mich endlich nach der Felsschmelzquelle umhören, die schließlich das Ziel meiner Reise ist. Ja, da geht nichts drüber. Nichts findest du nicht auch? Verzeihung. Da sind mir wohl ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen. Ich glaube, du weißt gar nicht, wovon ich rede.
Um ehrlich zu sein, weiß ich nur, dass es sich dabei um eine geheime Thermalquelle in der Nähe von Gironia handelt. Aber das macht ja gerade den Reiz aus. Geheimnis, musst du wissen. Nur die Eingeweihten wissen davon. Da ist die Suche so reizvoll wie das Ziel. Also, Thermalquellenkenner versammeln sich an Thermalquellen. Logisch, oder? Dabei werde ich meine Suche beginnen, indem ich einfach alle Thermalquellen abklappere. Ich sollte wohl mit der Gironquelle anfangen. Am besten sehe ich mir später noch einmal auf einer Karte an, wo sie liegt. Ja, macht ihr mal. Eine Löschechse. So, eigentlich müsste ich jetzt nächste Mal zum Teufelsberg. Jetzt zu sowas hier, ne? Anbauen und dann erstmal die fehlenden Klamotten abfarmen. So, eigentlich wollte ich mir die Feuerrüstung komplett zusammensuchen. Da ist die Junobau. Krämerladen, Gasthaus. Da war der Rüstungsladen. Kriegen wir das noch in die Folge rein, dass ich mir einen Teil der Rüstung hole? Fehlt mir hier definitiv. Entlassen. Entlassen. Synthetik. Wie starte ich denn jetzt den Weisen hier? Also, ich glaube fast... Ich muss hier auf Entlassen klicken. Oder ist der einfach in der Stadt nicht bei mir? Ups. Herbeigerufene Weise können hier nicht erscheinen. Ah, okay. Okay, das werden wir auch mal ausprobieren, wo diese Wagen hinführen. Das ist auch interessant. Ah. So, wo ist der Rüstungsladen? Hier unten wahrscheinlich, ne? Sonderangebote. Was habe ich? Die Rüstung habe ich an. Wie wäre es mit der Hose? 1200.
Der Helm 1400. Vor allen Dingen Sonderangebote hier, ne? Hier ist es mächtig abgekühlt, seit der Todesberg nicht mehr ausbricht. Aber in den Höhlen gibt es immer noch Lava. Da lohnt sich auch unsere Antifeuerausrüstung. Noch dazu, wo sie gerade besonders günstig zu haben ist. Ja, natürlich. So, Folge wird ein klein wenig länger, aber das ist die Schleichhose hier. Und solange wir hier rumrennen. Ja, guck mal, jetzt ist das Thermometer wieder im normalen Bereich und wir sind auch besser gegen Feuer geschützt. Ne? So, dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach beim nächsten Mal an, wo genau diese Lore hingeht. Das würde mich mal interessieren. Und wir müssen ja noch den hier hinten aufdecken. So, aber jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen. Ein klein wenig länger die Folge und beim nächsten Mal geht's weiter und dann machen wir mal wieder ein bisschen Nebenquest und sammeln ein bisschen was ein. Bis dahin, danke, bleibt gesund und kommt wieder.